Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Porsche-Freunde. Also wer auch immer einen Porsche 996 sucht, der sollte sich dieses Video echt bis zu Ende angucken, weil hier steht nicht nur ein tolles Auto in einem unglaublich tollen Zustand, sondern hier steht echt eine Geldanlage. Ja? Also wenn man das Auto kauft, ich sage, das Auto kostet in 10 Jahren wahrscheinlich 10.000 Euro mehr, glaube ich tatsächlich. Bin ich fest von überzeugt, weil die kommen jetzt gerade, die 996, das ist so sensationell. Und hier steht ein Auto. Ich habe den in Zahlung genommen, tatsächlich, von einem sehr mir gut bekannten Kunden von mir, der hier diesen weißen GTS gekauft hat. Er hat gesagt, Mensch, Ingo, ich habe noch diesen wunderschönen 996, würdest du den in Zahlung nehmen? Ich sage, ja, mache ich. Der hat gerade eine Lederausstattung neu gekriegt. Ist ja eine mega Kombination. Also, finde ich wirklich. Oft ist ja immer so, eine ganz besondere, tolle Kombination. Das ist dann irgendwie Katastrophenfarbe. Hier ist jetzt schwarz und dann so, keine Ahnung, braun, Cognac, was auch immer man dazu sagen möchte. Unfassbar hübsch. Hat er 14.000 Euro für bezahlt. Irre. Die Berechnung ist hier drin. Das sieht drin aus wie neu. Das ist Neuwagen. Kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so unglaublich. Also dieses Auto gesamt ist so irre. Der Wagen ist Erstlack, 100%. Ja? Der Wagen steht hier. Ich bin den gefahren, habe den aus Berlin geholt, bin ihn auf der Autobahn gefahren und habe gedacht, wow, das macht so einen Spaß. Er sagt, das ist mein Lieblingsauto gewesen, sagt er zu mir. Er möchte nur jetzt irgendwie was Moderneres fahren. Er hat gesagt, okay, dann muss ich den verkaufen. Der Wagen hat 105.000 Kilometer gelaufen, ist Baujahr 2002. Also habe ich gerade schöner Kommentar von YouTube. Habe ich letztens auch gesagt, hier Spiegelei. Nee, das ist ja nicht Spiegelei. Spiegelei ist ja hier mit dem Gelben unten. Das ist ja das Eidotter und das ist Tränensäcke. Hat mir einer geschrieben. Also schöne Grüße. Wahrscheinlich guckst du das Video auch und dann vielen Dank für den Kommentar, war super. Eine Menge nette Kommentare kriegen wir gerade tatsächlich, ich gucke mir die gerade mal wieder an. So, was habe ich noch? Also dann hat er so ein Aero-Kit, komm mal hier rum, Thomas, bitte. Er hat so ein Aero, ist aber so ausgeliefert worden, ja, also der hat diesen Spoiler da hinten drauf. Jetzt kann man sagen, oh nee, ist nicht meins und so, habe ich auch gedacht. Ich dachte, mache ich sofort weg, aber das ist richtig. Der ist so, man sieht die dritte Bremsleuchte, da steht Porsche drauf und die Bremsleuchte ist im Spoiler. Also das ist so von Porsche ausgeliefert. Dann hat er den Spoiler hier so ein bisschen an der Seite. Finde ich, kann man machen, ist nicht Porsche. Ja, unten der Spoiler gehört zum Aero-Kit dazu. Ja, das, der hier gehört zum Aero-Kit dazu. Mhm. Ne? Und ich finde es überhaupt nicht prollig oder irgendwas. Ich finde es echt ein richtig schönes Auto. Ja? Wir haben, der hat so einen Car-Graphic-Endschalldämpfer, hat er gekriegt. Der hat eine Kenwood-Anlage mit Apple CarPlay und so. Also kannst du richtig schön Musik hören, wunderbar, geiler Sound. Hat irgendwie auch 2,5 gekostet hier. Rechnung, alles hier vorhanden. Er hat ein KW-Fahrwerk, alles eingetragen und so weiter. Also ein ganz ordentliches, super gepflegtes Fahrzeug. Ja, also ich Checkheft gepflegt natürlich, ja, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Logisch, Checkheft gepflegt, Bordmappe ist vorhanden. Hier sind ein paar Unterlagen. Ich packe das mal kurz hier hin. Das kann auch so eine Ablage gut sein von so einem Packard. Ne? Ich meine, da passt mal locker so ein Ordner hin. Also auch schön. Was will ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Du wolltest ihn eigentlich auf die Bühne fahren, weil wir hier stimmt. Schon... Das will ich machen. Das machen wir mal eben. Weil wir haben die Bühne gerade frei mit Stefan hier. Das machen wir mal. Pass auf, ich fahre den mal direkt auf die Bühne. Habe ich Lust zu. Und dann können wir mal direkt gucken, wie der Wagen von unten aussieht, Stefan. Dann können wir den gleich von unten fotografieren, Stefan. Oder? Stefan, unser Aufbereiter hier, den kennen ja eine Menge Leute schon. Viele kommen ja hier rein und sagen, hey Ingo, ja schön, dass du auch da bist. Und so, ist Stefan da? Ich muss mal mit dem sprechen, ich habe ein paar Fragen. Kommt oft vor, ne? Aber Order ist immer 15 Minuten pro Besucher, weil sonst quatscht der nur noch den ganzen Tag. Geht nicht. Also wenn man eine schöne Aufbereitung haben will, da ist der richtige Mann. Einfach melden. So, wir fahren den mal kurz dahin. Du machst gleich Foto, Stefan, ne? Und ein Schalter ist es übrigens, auch das noch. Oh Mann. Und hast du gehört, kein Rasseln hinten. Also oft, wenn du 996 anmachst und es rasselt so, nicht so ein gutes Zeichen. Aber hier gar nichts. Ja? So. Hier unsere schöne Hebebühne, wo man mal eben schnell rauffahren kann und die Autos hochnehmen kann und von unten. Ich stehe ein bisschen schief.
Macht das was, Stefan? Nee, ne? Für die Unterbodenprobe ist mir her. Ach, ich stehe total schief. Was ist mit mir los? Nee, jetzt muss ich noch mal machen kurz. Mach mal einen Cut, wir stellen ihn mal gerade hin. So, lassen wir ihn mal hoch kurz hier. Heute ist Hebebühnentag. Heute ist Hebebühnentag, aber ehrlich, eben auch schon einen mit Hebebühne gefilmt. Aber das Schöne ist immer, wenn du auf der Höhe bist, wo du jetzt bist und guckst so an der Seite längs. Wow. Dann sieht man immer, oder? Ja. Wie das aussieht, ey. Das ist so. Du bist doch so ein Ästhet. Du musst doch sowas sofort erkennen. Hm? Mein Werber. Hebebühnen-Ästhet. Mein Werber. Ja, Thomas, wir haben ja damals, wir kamen irgendwann wieder, Thomas, wir kennen uns ja vom Sport noch, wir beide. Und waren ewig im Vorstand von einem großen Verein, den wir gegründet haben. Und jetzt, als ich Autohändler wurde, habe ich zu ihm gesagt, Thomas, wir müssen Autos anders verkaufen als andere, wir müssen irgendwie Videos drehen. Und heute machen das eine Menge Leute, die ich kenne, machen das auch. Also einige waren sogar hier und haben gesagt, Ingo, wir machen das jetzt auch. Schön. Das, was ich sehe, sieht schon mal richtig gut aus hier. Also gucken wir einmal drunter. Ja, also man sieht leider nicht so viel, ne? Nee, man sieht nicht so viel, aber hier, wenn du mal hier so rein, da siehst du, da wurde schon was neu gemacht hier, ja, hier auf der Seite auch. Hm? Ja. Hier die Bremsscheiben, guck mal hier, da ist kein Grat, gar nichts, das ist total, also wenn du Bremsscheiben testest, musst du mal gucken, am Rand hast du da so ein Grat und der ist dann immer so ein bisschen, ja. Also hier sieht alles tipptopp aus, ja, hier die ganzen, die Aufhängung, wo du die mal hochnimmst auf einer anderen Bühne. So, jetzt gucken wir mal hier, das ist ja das Spannende, tatsächlich, halt mal genau. Hier ist ganz oft feucht, also Ölfeucht, ne? Das hier ist nix. Gar nichts, es ist 100% trocken. Ja, auch hier die, der, genau, die machen wir so rum. Auch hier die Ölgeschichte hier. Nichts, gar nichts, ja. Das ist hier der Car-Graphic-Auspuff, ja, so. Das ist halt schon, sieht ein bisschen anders aus als bei anderen 9 und 6. Da hast du hier so einen großen Topf. Hier ist auch das Schild Car-Graphic. Hm? Da ist so ein Schild Car-Graphic, genau. Und hier, guck mal, die Gummis, alles hier, da sieht man, ach hier, halt nochmal hier hin, bitte. Da sieht man das KW-Fahrwerk. Wenn du von hier guckst, sieht man das. Ja, sieht man gut. Hier auch. Ja? Ja. Also auch das ziemlich neu, alles. Gewindefahrwerk, ganz toll. Also tolles Auto. Jetzt müssen wir ja wieder runterlassen, weil wir müssen unbedingt die Innenausstattung angucken. Wir lassen mal eben runter, weil dann muss man das jetzt nicht sehen. Wir machen mal einen Cut. So, jetzt guckt euch das mal an. 14.000 Euro hat das gekostet, diese Innenausstattung. Sieht aus wie neu, tatsächlich. Unglaublich. Klar, ne, wenn es gerade gemacht ist, logisch, es riecht nach neu, weil neu nach neuem Leder. Und was ich total schön finde, ist, es ist halt so ein bisschen mit Bedacht gemacht. Man hätte auch das hier noch beziehen können, das hat man dann gelassen. So ein bisschen schwarze Applikation hier, ne, der Teppich in der Mitte hier schön. Also das passt schon. Und hier das Lenkrad schwarz finde ich auch immer sehr angenehm. Und vor allem dann so dezent mit den, weißt du, die Nähte in der Farbe des Leders, ja, so ganz, ganz geschmackvoll und ganz schön gemacht. Hat ein Profi gemacht. Mein Sattler hat sich das angeguckt, den ich immer sagte, hat er richtig gut gemacht. Also wenn Sattler über andere Sattler sowas sagen, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Auch hier die Tür, halt mal auf die Tür. Wir haben Bose-System natürlich, ne? Guck mal. Und dann so zweifarbig da mit dem Teppich und den Dings. Das ist schon sehr, sehr schön. Hier haben wir die Bordmappe. Kann ich auch mal kurz zeigen, weil ich ja gesagt habe, hier Scheckheft gepflegtes Auto. Also erstmal natürlich ganz wichtig, deutsches Auto, ne? Stuttgart ausgeliefert am 28.06.2002 und hier haben wir ein Scheckheft mit wahnsinnig vielen Stempeln drin. Pass auf, hier geht's los, guck hier. So muss ein Scheckheft aussehen, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 21, also Porsche Zentrum bis 21, dann nicht mehr Porsche. Das ist völlig, völlig normal, sage ich einfach mal, dass das so gemacht wird, weil irgendwann bringt man solche Autos nicht mehr zu Porsche, sondern man bringt sie in Werkstätten, wo Leute arbeiten, die sich dann damit noch auskennen. Womit ich nicht sagen will, dass Porsche sich damit nicht auskennen wollte. Aber es gibt halt viele Meister von Porsche, die machen sich selbstständig, haben eine eigene Werkstatt, die sind mit denen groß geworden, die wissen genau, was los ist, ja. Letzte Inspektion, 7.11.22. Ja? Also, gleiches natürlich hier bei Bremsflüssigkeit und so weiter. Komplette Bordmappe vorhanden. Dann, wie gesagt, hier habe ich vorhin schon kurz gesagt, so ein Kenwood Radio mit Apple CarPlay und so weiter und so fort. Also,
Mega hübsch. Ich mache jetzt nochmal den Motor auf und wir gucken vorne ran und drehen wir eine kurze Runde und dann haben wir es, oder? Jawohl. Sauber. Ach, und dann muss ich auch nochmal gleich, wenn ich hinten bin. So, ach so, hier, ja, auch so geil. Genau, macht, so soll das sein, so gehört das. Nein, Quatsch. Aber hier ist das Originalradio, ja. Das ist alles da, also man kann das auch wieder umbauen, wenn man das möchte, was natürlich Schwachsinn wäre, ehrlich gesagt. Aber gut, hier ist der Aufkleber, der da reingehört. Aber es sieht alles tipptopp ordentlich und gepflegt aus. Das lassen wir einfach da drin liegen. Und jetzt gehen wir nochmal nach hinten, gucken nochmal in den Motorraum rein. Und ich will auch nochmal kurz hier zeigen, also das mit dem Aero-Kit hier. Hier, ne, hier ist ja nochmal die dritte Bremsleuchte drin. Hier steht jetzt ein Porsche. Und hier ist die dritte Bremsleuchte irgendwo. Hier, ne, da unter ist sie. Mhm. Also, kann man machen. Klar kann man sich das auch umbauen, aber das ist dann schon irgendwie, das ist ja eine Einheit. Warum sollte Einheit, man? Also ne? Ja, klar, wenn man sich, wenn man ja, Spoiler nicht geil findet, aber... Im Leben nicht machen. Also, wenn es so ausgeliefert ist, ist doch cool. Guck mal hier, guck dir das mal an, wie der aussieht. So wie unten. Der sieht so von oben aus wie von unten, genau. So. So, jetzt gucken wir mal hier. Pass auf. Das ist doch ganz schön, oder? Wenn das dann auch noch so funktioniert hier. Ich wollte nämlich mal das Dach zeigen. Einmal drin haben wir ja schon gesehen, dass man auch sieht, dass das alles hier tippitoppi funktioniert. Scheiben hoch, so wie es sein soll. Okay. Prima. Tolles Auto. Wir fahren eine Runde und dann haben wir es. Achso, hier, jetzt können wir noch mal was zeigen, Thomas. Also, ne, auf das Dach finde ich, wir haben ja schnell diese Druckstellen, haben die ja immer ganz schnell, aber es sieht doch tipptopp aus. Das, ne, also, auch die andere Seite. Ich fahre jetzt mal raus und dann zeigen wir das Auto mal, wie er läuft. Ja? Okay. Er hat irgendwie durch diesen Auspuff natürlich auch echt einen coolen Sound, der Wagen. Und irgendwie passt das alles zusammen. Es ist alles stimmig und sehr ordentlich und gepflegt. Jetzt steht da schon wieder einer in meiner Einfahrt. Ich flippe hier nochmal aus. Also der Wagen macht richtig Spaß, wirklich. Das ist so schönes Fahren, der fährt so toll, der hängt so am Gas, der alles funktioniert, alles ist tipptopp, ja. Das Fahrwerk fühlt sich super an. Also der schaltet, das Getriebe, das ist Wahnsinn, ja. Ich bin wirklich begeistert. Hupe geht auch sogar. Was will ich denn jetzt hier? Fenster runter. Ja, also echt tolles Auto, Thomas. Wie soll ich gute Laune behalten, wenn ich mich so aufregen muss da vorne gerade mit diesem Bauarbeiter? Ey. Musstest du dich aufregen? Ja, total. Naja, egal. Die parken aber auf unserer Einfahrt hier und ich kann da nicht drehen. Das ist eine Baustelle gegenüber. Egal. So, also, schönes Ding, tolles Auto. Wer Lust auf ein Auto hat, als Geldanlage und Spaßobjekt, gerne anrufen. Ich bestelle schöne Grüße nach Bad Schwartau. Ja? Also, bleiben wir mal hier im Norden. In diesem Sinne, tschüss, Wetzel Automobile und bis zum nächsten Video. Tschüss.